In unserer allseits beliebten Reihe über Serien, zu denen es aus irgendwelchen Gründen Videospielen gibt, haben Wissenschaftler kürzlich eine neue Errungenschaft, einen neuen Durchbruch erlebt. Es gibt nämlich ein Löwenzahnspiel, beziehungsweise es gibt mehrere, das ist das dritte davon. Und ich denke, uns steht eine aufregende Zeit bevor. Ihr natürlich ein Löwenzahn, hat man die letzte Folge davon gesehen. Also die letzte, in der Peter mit dabei war, und das war unerwartet deprimierend. Auf jeden Fall gibt es auch ein Spiel dazu. Waren die Spiele mal populär? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Video dazu gesehen, aber das ist ewig her. Was ist das? Oh mein Gott. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich ziehe meine Zweifel zurück. Löwenzahn. Löwenzahn. Jo, Peter. Wach auf. Da ist der wundervoll geladene Peter ohne jegliche Störung. Ein Wunderwerk der Technik. Aber nee, der Wecker stimmt schon. Womit wir schon beim Thema wären. Denn es geht diesmal um Zeit und um Uhren. Oh, das finde ich ja aufregend. Scheinbar soll man das mit anderen Leuten spielen. Schlechte Neuigkeit an dich, Peter. Das Spiel wird alleine gespielt. Oh, ich muss was machen. Okay. Okay, womit fangen wir an? Bild von Peter. Also, ein paar Bilder sind ja ganz nett geworden. Aber Eva. Manche, so soll ich etwa aussehen? Na, schaut's euch an. Vielleicht ist ja euer Gemälde auch hier ausgestellt. Verzeihung, Peter? Die Kinder haben für dich mit Freude gemalt. Meint ihr nicht drüber los? Ich meine, es sieht nicht wirklich. Es ist wirklich kein gutes Bild. Könnte ich's besser? Natürlich, Eva. Ganz besser. Ich meine, sie ist inzwischen wahrscheinlich älter als ich. Aber darum geht's nicht. Das ist nicht der Punkt. Was Eva wohl heutzutage so macht, sie immer noch Bilder von... reden wir gar nicht erst darüber. Oh. Der Fabian. Drache von Frankos Karlsruhe. Wahnsinn. Es ist der Peter L. Das L steht für lustig. W. Was haben wir bei W? Oh, das ist der Wolfgang aus Wien. Und Xenia aus Erlangen. Und jetzt kommt Y. Oh, was habt ihr so viel Einsendungen bekommen? Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja! Nein! Ja! Ja! Worum geht's? Was habe ich gemacht? Für das Lexikon haben wir uns eine ganz tolle... Ich hab das Spiel beendet. Okay, das Bild hatten wir schon. War nur bedingt aufregend. Das heißt, als nächstes gehen wir am besten... Ich glaube, hier sind wir richtig. Oh nein, der Globus. Oh nein. Oh, es wird bestimmt so langweilig. Oh, es ist überhaupt nicht langweilig. Der Magnetexpress, direkt aus Magnesia. Wenn du mehr über Magnete erfahren willst, klick einfach die einzelnen Waggons an. Ich möchte mehr über Magnete lernen. Gib mir die 2. Sieht mir aus wie ein Video. Wie ihr wisst, zieht ein Magnet nicht alles an. Holz oder Wasser zum Beispiel bleiben nicht daran kleben. Ist mir aufgefallen, ja. Es sind nur ganz bestimmte Stoffe, die ein Magnet anzieht. Magnetische Stoffe also. Der wichtigste und stärkste magnetische Stoff ist das Eisen. Oh. Doch Nickel und Kobalt, auch zwei Metalle. Hallo, Kat. Ja. Ich will die Katze anklicken. Aber es geht nicht. Okay, gehen wir da unten rein. Schlüssel. Ist okay, ich will die Schlüssel. Machen wir das Geschenk auf, komm schon! Ich kann das Geschenk nicht öffnen. Okay. Was hätten wir hier alles? Basteln? Oh, ich will nichts basteln. Oh. Ich bin mal wieder am Basteln. Hallo! Kann man aus einem feuchten Tannensaft mein Messinstrument für Feuchtigkeit bauen? Glaub mir, man kann. Der Grund dafür ist folgender: Die Ritterausrüstung. Die Ritterausrüstung? Der nuschelt der Peter aber ein paar Worte in den Bart. Für den Ritterhelm braucht ihr ein Stück feste Pappe, ungefähr 40 cm hoch und ungefähr 65 cm breit. Es sollte eben einmal um euren Kopf passen. Mein Kopf ist größer. Okay. Nächste Vorstellung. Das ist Puppentheater. Nächste Vorstellung. Komm schon. Ich will was sehen. Nein. Nein! Nein, wir sind zu spät. Mein PC lädt ganz laut die Disk. Ich glaube, es wird gerade ein gigantisches Video von der Disk geladen.
Das hoffe ich zumindest. Entweder das oder das Spiel ist gecrashed. Das macht hier wieder ein... Nein. Alte Vieren, die uns aus der ganzen Situation. Das klappt nicht. Windows XP. Es fehlt mir so sehr. Kann ich nicht einen Problembericht vielleicht senden? Ich habe das Gefühl, er könnte das Problem durchaus lösen. Oh, danke schön! Sende, ja, dieses Problem zu melden, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Nein. Aber wer soll denn das Problem lösen, wenn wir den Problembericht nicht senden können? Okay, folgende Sache, folgender Plan. Wir halten uns fern von dem Clown hier. Das wird nämlich nicht gut gehen. Oh Gott, können wir die Fliege bitte rauslassen? Oh Gott, nein. Oh Gott, ich hasse sie so sehr. Oh Gott, die Geräusche. Wer hat was auf den Boden geworfen? Oh, hoch zu Notizen. Leg es hoch zu den anderen Notizblättern. Leg es hoch zu den anderen Blättern. Leg es hoch zu den anderen... Wo soll das hin? Das Bastelbuch? Nein. Geh auf den Tisch zu den anderen! Anstelle der Punkte auf den Steinen sind beim Uhrzeit-Domino digitale Uhrzeiten, also die mit den Zahlen, auf der einen Hälfte des Spielsteins und analoge Uhrzeiten, also die mit den Zeigern, auf der anderen Hälfte. Oh oh. Okay, ich brauche eine 11. Wo ist eine 11? Da ist eine 11. Okay, wunderschön. Als nächstes eine 3. Wo ist die 3? 15. Da brauchen wir die 15, wenn die 3 nicht funktioniert. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich stehe vom Durchbruch gerade. Ich glaube, ich stehe langsam vom Durchbruch. Da gibt es wohl bald einen Gewinner. Ja, wie sieht's aus? Meine potenziellen Gegner. Ich habe das Gefühl, ihr könnt nicht ganz mithalten. Was? Zeit ist abgelaufen? Was? Du noch mal? Was? Ich habe verloren? Was? Ich habe das Gefühl, der Gewinner bin. Ich. Domino ausrufen, nicht vergessen. Domino! Domino! Muss man das ausrufen? Ich dachte, das wäre ja so ein Uno-Ding oder Bingo. Domino. Domino! Oh, man muss D drücken. Willst du nochmal spielen? Nein, ich habe meinen Preis bekommen, ich gehe jetzt. Herr Igel, kann ich das bitte nochmal hören? Ich weiß nicht, ob ASMR zu der Zeit schon gesellschaftlich anerkannt war. Ich hoffe aber einfach, die Antwort ist nein. Wer ist der Mann im Spiegel? Oh, es ist ein Schatten. Es kann kein Drucker erfunden werden. Oh, das war ziemlich sinnlos. Oh mein Gott, in Peters Garten. Das ist ein Hase. Yo, Peter. Das ist, das ist eine ziemlich angesagte Sitzweise, die du hier gerade in den Tag legst. Weißt du das? Nein! Ah, das Spiel funktioniert nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich meine, es ist eher für Windows 95 und 98, aber dennoch. Okay, versuchen wir diesmal kein Video zu starten. Kennt ihr euch mit Bäumen aus? Oh Gott. So ganz kahl sehen die ja irgendwie alle gleich aus. Oder wisst ihr, welche Blätter, Blüten und Früchte zu welchem Baum gehören? Immer wenn du einen Apfel gefunden hast, musst du erstmal eine Igel-Expertenfrage beantworten. Oh oh. Igel-Trivia. Okay, Igel, nimm den Apfel mit. Nimm den Apfel. Komm hier rüber. Jetzt zum Apfel. Okay. Wer ist der größte Feind des Igels? Der Uhu oder das Auto? Das Auto? Ich habe die eine oder andere Straße in meinem Leben überquert, ich bin mir sicher. Autos töten viel mehr Igel als all seine Fressfeinde Uhu, Marder, Fuchs und Hund zusammen. Welcher Zeit kannst du am meisten Igel antreffen? Mittags, wenn es am wärmsten ist? Mittags, wenn es am wärmsten ist. Abends, wenn es zu dämmern anfängt. Einer der Gründe, warum viele Igel überfahren werden, ist, weil sie abends unterwegs sind. Ja, ist doch logisch. Igel sind Nachttiere. Abends, wenn es zu dämmern anfängt, werden die Igel richtig aktiv. Ich wusste es einfach. Okay, lass mich wenigstens noch an der Supergitarre spielen, bevor das Spiel endgültig in sich zusammen crashen wird. Oh mein Gott. Kann ich den Papierflieger? Nein, kann ich nicht haben. Oh. Papierschöpfen, zum Papierschöpfen. Peter, erzähl du uns doch am besten, was damit auf sich hat.
zum Papier euch als erstes einen Schöpfrahmen bauen. Dafür braucht ihr Holzleisten, Holzschrauben, Lochbleche, ein Stück Fliegengitter und kleine Nägel oder einen Tacker. Jetzt braucht ihr nur noch altes Zeitungspapier, eine Wanne. Das klingt wirklich aufregend, Peter. Ich werde gleich sofort losziehen und meinen eigenen Schöpfrahmen bauen. Allerdings werden wir das erst, nachdem wir dieses wundervolle Spiel gespielt haben, erledigen. Also es funktioniert nicht richtig auf dem Laptop bzw. mit meinem Aufnahmeequipment, was es sehr, sehr, sehr schwer macht, das Ganze aufzunehmen. Aber wir haben es versucht, okay? Ein Löwenzahnspiel. Es existiert und es ist majestätisch. Ich hätte es als Kind bestimmt sehr gemocht. Inzwischen bekomme ich nur technische Probleme davon. Wie von Milch. Nur es ist Durchfall bei mir.